Abend, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt alle Ostereier heute am Ostersonntag gefunden. Mein Hase steht nämlich auch schon hier. Ich habe auch irgendwie leichten Sonnenbrand heute auf meinem Balkon bekommen. Und deswegen dachte ich mir dann, wenn schon so frühlingshaft ist, ne, hol mal so die leichten sommerlichen Sackos schon langsam wieder raus. Ja. Ja, bevor gleich hier der Grill angeschmissen wird bei mir, habe ich noch eine Classic-Folge von euch. Und zwar in meiner Late-Night-Show 2008 hatte ich den grandiosen Raul Richter zu Gast. Damals war er wirklich noch sehr jung. Ich weiß nicht, ob er damals auch schon so ein bisschen Klavier gespielt hat, aber was er so gemacht hat damals, das gucken wir uns jetzt mal an. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Oberfuchshuber. Guten Abend! Herzlich willkommen zu Hause. Ich begrüße jetzt meinen ersten Gast auf der Bühne. Und wenn Sie regelmäßige Seher, so wie ich, von gute Zeiten, schlechte Zeiten sind, dann kennen Sie ihn auf alle Fälle. Er ist seit der 3882. Folge mit dabei. Das ist seit Ende letzten Jahres. Und er spielt den Sohn von Joe Gerner. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf Raul Richter. Du bist ja richtig reingegroovt zu meiner geilen Musik, ne? Ja. Sehr schön. So, du spielst den Sohn von Joe Gerner. Der böse Fiesling, genau. Der böse Fiesling. Du bist ja in der Rolle noch relativ nett eigentlich. Also, du bist richtig nett in der Rolle. Sehr, sehr nett, ja. Nimmst du denn irgendwann mal so noch so Züge deines Vaters an? Demnächst, ja. Ich werde irgendwann noch ein kleiner Fiesling, ein kleiner Dr. Joe Gerner. Es musste so kommen. Genau, es musste so kommen. Es musste kommen. Dominik Gundlach, wie bist du zu dieser Rolle gekommen? Puh, das war ein langer Weg. Also ich habe erstmal meine Schule gemacht, habe Schauspielunterricht genommen und bin dann zu mehreren Castings eingeladen worden. Mhm. Und es war erst Verliebt in Berlin, dann Alles, was zählt. Und irgendwann kamen Gute Zeiten. Und da habe ich ein paar Castings gemacht bei Gute Zeiten. Und 2 Monate später kam der Anruf, willkommen im Team. Und dann bist du jetzt im Team, seit einem fast Dreivierteljahr schon. Seit einem Dreivierteljahr, genau. Nicht schlecht. Sag mal, was möchtest du trinken? Sekt auf Eis. Ja, nicht schlecht, ja. Zwei Sekt auf Eis. Ja. Ja. Da ist ja Eis drin im Eis. Wasser, ne? Wasser, im Eiswürfel. Verdünntes. Hat sich denn dein Leben seitdem jetzt, wie hat sich das verändert, seitdem du da mitspielst und ja, relativ populär auch geworden bist? Tja, wie hat sich's verändert? Wenn ich auf die Straße gehe, werde ich erkannt. Das war zu meinen Schulzeiten noch nicht so. Ja, es hat sich ins Positive verändert, eigentlich. Ich werde bejubelt, ich darf Autogramme schreiben, hat natürlich auch Schattenseiten. Ich kann mich nicht mehr einfach so am Strand zeigen, zum Beispiel oberkörperfrei. Dann werden immer gleich Fotos gemacht. Das muss ja nicht dann sein, ne? Muss das nicht sein? Nein, das muss nicht sein. Bist du so ein bisschen schüchtern? Nee, schüchtern bin ich nicht. Ja, aber wer weiß, wo die dann landen. Also, ja, ne? Auf ganz bösen Internetseiten. Bild, BZ, hallo, meine Freunde. Ja. Ja, also. Und ich habe aber gelesen, du bist jetzt in eine neue Wohnung gezogen, in deine erste eigene Wohnung. Ist das richtig? Genau. Endlich weg von zu Hause. Wie groß ist die? 65 Quadratmeter. Relativ normal. Ja. Geht denn so ein Soapstar, der du jetzt bist, dann auch, wie wir andere auch alle, so zu Ikea samstags und kauft sich da sein Kram ein? Ich gehe mit meiner Mutter immer shoppen zusammen, ja. Ach ja. Ja, ja. Ja, aber alleine Wohnung einrichten als Mann, nein. Nee, geht schwierig. Das nicht? Nein, ich brauche so ein bisschen Begleitung. Aber okay. Ich habe keine Freundin, deswegen meine Mutter. Oh, ja. Haben wir denn schon ein paar da, die sich da, was ist mit den jungen Mädels hier in der ersten Reihe? Hallo? Hallo? Ja, man winkt schon mal, ne? Wir können da gleich nochmal hingehen. Komm, wir haben hier schon mal ein Gläschen da. Ja. Wir können schon mal anstoßen. Gehst du denn deine Klamotten einkaufen, wenn wir gerade schon bei C&A waren? Gehst du auch samstags hier KDW und die Ecke? Ja, genau, im Kudamm gehe ich meistens shoppen. Also KDW, P&C. Das Tolle ist ja, du hast ja auch mal synchronisiert, ne? Und zwar Zeichentrickfilme. Ja, unter anderem Zeichentrick, aber auch ganz so Kung-Fu-Filme oder... Kung-Fu-Film. Naja, Power Rangers, ich weiß nicht, ob das wem noch sagt. Du hast Power Rangers, ja, der Grüne. Der Grüne, was muss man da sprechen? Haben die auch richtig? Ja, die machen eigentlich nur Laute. Also ja. So, hi-ha, hu, Boxangriff und sowas. Sagen die Boxangriff? Die sagen Boxangriff. Wow. Ja, Boxangriff. Mystischer Power Ranger, fügt euch zusammen. Yeah! So. Ja, ja. Die ist so übergegangen ein bisschen, die Rolle in dir, oder? Naja. Also die Bewegungen sind am Mikro halt genauso, wie ich sie gerade gemacht habe. Weil irgendwo müssen die herkommen, diese Schreie. Ja, ja, definitiv. Von ganz tief unten. So, Musik ist ja bei euch Soap-Schauspieler ja auch immer so ein Ding, ne? Weil die sind ja kaum so ein Jahr dabei und dann
bringen die auch die erste Platte raus. Wie sieht's denn da bei dir aus? Gibt's da auch musikalisch bald was? Erstmal nicht, nee. Also es tut mir leid, aber erstmal will ich erstmal Schauspielerei machen und dann mal gucken. Also ich habe noch viel zu lernen und ich bin jetzt auch nicht so der begnadete Sänger. Nee? Nee. Nein. Schade. Nein, ja. Also es kommt, glaube ich, keine CD von mir raus, nein. Wenn es soweit ist, ja, kommst du als erstes wieder zu uns in die Sendung. Das sprechen wir nämlich dann. Ja, muss ich nochmal singen. Ja? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Letzte Frage an dich. Wie sieht's aus? Gerüchte mit Lafay? Läuft da irgendwas bei euch? Ja, wir sind Kollegen. Also natürlich. Natürlich. Nein. Sehr schön. So, das war Raul Richter und morgen starten wir wieder in eine Woche mit ganz frischen Shows. Und zwar begrüße ich morgen den Comedian Thomas Nicolai. Also, bis dann, schönen Abend noch. Tschüss.